Wir schreiben das Jahr 2008. Die Star Wars Prequel-Trilogie hat vor nicht allzu langer Zeit ihren glorreichen Höhepunkt mit Episode 3 genommen. Und Dave Filoni arbeitet an der Veröffentlichung seines ersten Animationsfilms Star Wars The Clone Wars, wobei sich ja eigentlich jeder sicher sein dürfte, etwas für die jüngere Zielgruppe zu erwarten. Doch George Lucas, der Schöpfer des Star Wars-Universums, sitzt allein in seinem Kämmerchen und tüftelt an einer neuen Sequel-Trilogie. 2008, 4 Jahre vor der Übernahme von Disney und mit einigen Ideen, die heute erst über 12 Jahre später ans Licht der Welt kamen. Und damit auch Hello there, liebe Freunde, und willkommen bei einem neuen Video auf Star Wars Buddy. Heute geht's um eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn George Lucas seine eigenen Ideen umgesetzt hätte? Was wäre, wenn wir die Geschichte bekommen hätten, die viele von uns wahrscheinlich so vielleicht sogar lieber gesehen hätten? Mit Darth Maul, der bis dato in Legends nur erwähnten Darth Talon und Luke, Leia und Han, welche sich einer ganz neuen, außergewöhnlichen Herausforderung stellen müssen. Das jetzt im folgenden Video, und wenn ihr da draußen sagt, ich möchte mehr davon sehen, einen Daumen nach oben jetzt am besten da lassen und natürlich den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um sowas in Zukunft natürlich nicht zu verpassen. Hier gibt's täglich Star Wars Videos, es lohnt sich. Und jetzt direkt rein in die Geschichte. Das Imperium ist nun seit einigen Jahren Geschichte. Durch Luke Skywalkers Sieg über den Imperator und Darth Vader und den Triumph der Rebellen über das Imperium wurde die Galaxis zum Großteil wieder vereint. Unter der Anleitung der ehemaligen Rebellenführung wurde die neue Republik schnell zur vorherrschenden Macht in der Galaxis. Sie vereinte dabei die Werte von Frieden, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Wohlstand für die meisten ihrer Mitgliedswelten. Leia Organa, die Schwester von Luke Skywalker und ehemalige Thronfolgerin von Alderaan, wurde schließlich vom Senat der Neuen Republik als oberste Kanzlerin erwählt, welche sie ebenso damit zum strahlenden Licht der Hoffnung für die meisten Wesen im Kern der Galaxis machte. Luke Skywalker, welcher sich nie mit der Politik anfreunden konnte, konzentrierte sich nach dem Fall des Imperiums derweil auf den Wiederaufbau eines neuen Jedi-Ordens, besuchte zahlreiche Planeten, fand viele machtbegabte Kinder und Wesen und begleitete diese durch ihre Ausbildung zum Jedi, welche die ursprünglichen Werte des Ordens in die Welt tragen sollten. Doch nicht alles war so perfekt, wie es vorerst schien. Denn wo das riesige Machtvakuum durch den Wegfall des Imperiums klaffte, so konnte die neue Republik nicht alle Lücken rechtzeitig schließen. Viele ehemalige Militärs und Sturmtruppen, darunter auch die von General Thrawn, gründeten ihre eigenen Milizen und führten im äußeren Rand der Galaxis weiterhin einen Guerillakrieg gegen die sich immer weiter ausweitende neue Republik. Dazu kamen viele stärker werdende Verbrechersyndikate, welche schon vorher weite Teile der weniger zentralen Welten beherrschten, darunter auch die Schwarze Sonne, eine Verbrecherorganisation, geführt von einem Überlebenden und Relikt der alten Republik und ehemaligem Sith, Darth Maul. Maul schaffte es irgendwie über all die Jahre zu überleben, seinen Einfluss in der Unterwelt zu stärken und nutzte den Krieg zwischen Rebellen und Imperium aus, um weiterhin unentdeckt zu bleiben. Er wusste, seine Zeit würde kommen, auch wenn er den anstehenden Konflikt nicht alleine gewinnen konnte. Im Laufe der Jahre während und nach dem Imperium begegnete er vielen machtsensitiven Wesen, wobei ihn aber letzten Endes nur ein kleines Zwieleck-Mädchen davon überzeugen könnte, sie als würdig zu erachten. Sie sollte später unter dem Namen Darth Talon als ein dunkler Schatten Schrecken und Leid in der Galaxis verbreiten. Sie, ihr Meister und die Schwarze Sonne würden in Zukunft ihr Territorium erweitern und den Respekt, den sie verdienen, einfordern. Luke Skywalker und Leia Organa wären hier die Ersten, die diese Erschütterung der Macht verspüren würden. Und so ist es kein Zufall, dass Luke, Leia und ihr alter Freund Han Solo wieder zusammenfinden, um das Rätsel um die neu aufkommende Sith-Bedrohung zu lösen. Eine Geschichte um eine neue Sith-Bedrohung, einem Han Solo, der von seinem Weg abkommt, einem General Thrawn das erste Mal live auf der großen Leinwand und einer neuen Republik, die vielleicht gar nicht so stabil ist, wie sie ursprünglich erscheinen mag. Wäre das eine Geschichte, die ihr da draußen lieber gesehen hättet als die jetzigen Sequels? Oder sagt ihr, ich bin froh, dass größtenteils mit neueren Figuren gearbeitet wurde, jetzt wie von Disney? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Und ich weiß, ne, denn Darth Maul, er ist in Rebels gestorben. Denkt nur daran, diese Ideen, die kamen ursprünglich von 2008, also noch bevor in Clone Wars Darth Maul das erste Mal aufgetreten ist.
In diesem Sinne möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, wenn euch das ganze Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren mit der Glocke aktivieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön fürs Ansehen. Schaut gerne hier nochmal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Buddy und möge die Macht mit euch sein.